So, it is my pleasure to have come here to honor my good friend, Dr. Werner Franke. There are a lot of us in this world that are passionate about the fight against doping. There is no one more passionate about it than Dr. Franke. So what Werner has asked me to talk about is using investigations to prove doping cases against the athlete's entourage. I have lots of pictures. Sadly enough, I have no rabbits and no frogs. In fact, no furry animals at all. I'm going to illustrate my points by telling you two stories. The first story is the Balco investigation of 2003, 2004, 2005. And the second story is the U.S. Postal Service investigation involving Lance Armstrong, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, and ongoing. Okay? So I'll start with the Balco story. The man behind Balco was Victor Conti. Victor Conti, although he turned out to be a very successful doping advisor, was not a scientist. His job before forming Balco Laboratories was as a guitarist in the rock band Tower of Power. What he said, and there's some truth to this, was it's not cheating if everybody's doing it. And when we've heard today about you wouldn't dope because you don't want to cheat, that's a very different world when you believe that everybody's doing it. I'll jump forward. We had a case against Michelle Collins. We showed her the documents that made it perfectly clear that she was doping. She didn't have a positive test. We met with her in the Houston airport, and she said, I didn't dope, I didn't dope, I didn't dope, I didn't dope. Michelle Collins won the 200-meter indoor championship, and just as we were leaving, we said, fine, we'll bring the case. Jerry Madden, who is the CEO of the U.S. Anti-Doping Agency, USADA, said, Michelle, I've got one question I just need to ask you. So I know you didn't dope, but there you are lined up in the starting blocks of the finals of the women's 200 meter, and there's seven women on either side of you. How many of them do you think doped? Median answer, all of them. So it's a little hard to talk ethics when an athlete believes that by doping, they're simply leveling the playing field. So here's the quick story on Balco. Summer of 2013, USADA gets a call from a reporter in Raleigh, North Carolina, who says, there's a coach down here. He wants to remain anonymous, but he says there's a designer steroid that you guys can't detect that track athletes are using. Would you like to talk to him? And the answer was, yeah, we would like to talk to him. And we talked to this coach who remained anonymous. I will tell you that it turned out to be Trevor Graham, Marion Jones, Tim Montgomery, Michelle Collins' coach, who had had a falling out with Victor Conti, and he was trying to get back at Victor. We talked to him. He was still anonymous, but he said there's a lab in San Francisco by the name of Balco, and there's a bad guy by the name of Victor Conti who's going around to athletics meets with his black bag, and he's giving out designer steroids. And then he said, you know, I happen to have a used syringe with some of this compound in it. Would you be interested in that? And the answer, well, yeah, we would. So he sent the syringe, and then he also told us that I can tell you at least some of the athletes who are using this, and he gave us a list, including Dwayne Chambers, fastest man in Europe in time, Regina Jacobs, the best U.S. distance women's runner ever, and some other names. So the next step was for us to figure out a way to identify and then test for this designer steroid. We gave the syringe to Don Catlin at UCLA. He reverse engineered the drug, and he said, guess what? It is a designer steroid, and if we use our typical derivatization technique, it's undetectable.
it breaks down in the derivatization process. So I need to come up with a new derivatization process. And he did. And then he had a way to test for the drug. Problem was that back in those days, Mario showed you the language in the code on related substances. It had to be both chemically and physiologically related to steroids. So we had to have the new substance, tetrahydrogestrinone, or THG, characterized to show that it was chemically related. And we had to do a baboon excretion study to show that it was physiologically related. And it turns out, you'll see here, this is what THG, this is the structure of THG, very similar to the existing steroid gestrinone, pretty easy to make THG from gestrinone. So we did the science part. We also put together a web of relationships. Here are the athletes that have had some relationship with Balco. Here are the coaches. And so we had this big web of relationships to see who we ought to target test. It turns out, at about the time that Dr. Catlin came up with an analytical method for THG, he also had the samples from the USA Track and Field National Championships in his lab. And we held off reporting those samples until he was able to develop his method. And three of the athletes that we caught using THG were John McEwen, Kevin Toth, and Melissa Price. They were top-level U.S. athletes. Two of the athletes that we did out-of-competition target testing on were Dwayne Chambers and Regina Jacobs, and they also tested positive. Highly contested cases, as you could imagine, because lots of scientific issues, whether it was chemically related, pharmacologically related, whether the test was reliable and the like. So fast forward to the 2003 World Championships in Athletics, and an American sprinter by the name of Kelly White won the 100 and 200, and then she tested positive for modafinil. And I will tell you that the U.S. laboratories were not testing for modafinil. It's not listed specifically on the prohibited list. It's an anti-narcolepsy drug. But the French were. And it turns out that it was the stimulant of choice for Balco. It doesn't give you the jitters of amphetamine, but it works like a powerful stimulant. Problem is that when we're talking about chemically and pharmacologically related, if you go to the manufacturers of modafinil, they will tell you that it's not a stimulant under the classic definition. They're not sure what it is, but it works like a stimulant. So we had some issues in that case. We ultimately prevailed, and there you can see the elite level athletes that we caught with modafinil and won cases against. Right. Right, that's exactly right. If I don't know about Cologne and the labs here, but I can tell you the United States labs were not analyzing samples for modafinil until we caught Kelly White. And then obviously they started to, and they went back to the old track and field samples, and that's what they found. And I'll tell you more about Kelly White in just a little bit. So something very interesting happened. This is a picture of a guy by the name of Patrick Arnold. Patrick Arnold is a bodybuilder. Patrick Arnold is a chemist. Patrick Arnold was the dope supplier for Victor Conti and the Balco Labs. With the exception of THG, which he designed either on purpose or accidentally, what he was really good at is combing the old patent records for steroids that had been abandoned by the pharmaceutical companies because they were too harsh, and it was okay. He'd give them to his bodybuilder friends.
He also gave these steroids to Tammy Thomas. We had the hearing in the Tammy Thomas case. It was a little awkward because the chair of the arbitration panel kept referring to her as Tommy instead of Tammy. She denied it all the way through. The substance which she was using is norbolethone. So here's what happened. This is the best cyclist, track cyclist, female in the United States. Her drug sample is analyzed by UCLA, shows virtually no natural steroids. They had been suppressed by some exogenous steroid, but she wasn't testing positive. So Don Catlin at UCLA went to the internet, got a lot of chatter about norbolethone, got chatter about Patrick Arnold, went to Wythe Laboratories, who had sold, not sold, they had norbolethone in clinical trials in the 1950s. They were giving it to kids on Indian reservations in Canada. It's the way they did things in those days, to deal with stunted growth. And they found that it was way too harsh. It worked. It was a very effective anabolic agent, but it was way too harsh. So Patrick dug that up, and he made it, and he started giving it to athletes. And when we brought our case against Tammy Thomas, she had a built-in defense. And that was, look at the chemical similarity between norbolethone and levonorgestrel. Levonorgestrel is the Plan B birth control pill. So when we went back and analyzed her samples, once we figured out and we got a sample of the drug from Wythe Laboratories, we went back and analyzed her samples, and lo and behold, all these samples that had no natural steroids had norbolethone in them. Her defense was, it just so happens that the night before, every one of these samples, she had had unprotected sex and needed to take the Plan B birth control pill in the morning. So we had great scientific arguments over that and other arguments. So while we're talking about Patrick Arnold, this is the structure of androstenedione. That was the drug that Mark McGwire, the American baseball player, made famous. We had booming sales. It took our FDA several years to get it listed as a steroid. It's a precursor to testosterone. Patrick Arnold was the guy that made a lot of money on this drug. Notice the language that this is written in. This was one of the Balco documents. This was one of the GDR drugs. And Patrick figured those guys knew what they were doing. He would go to those old records, and that's where he copied this from. So obviously we were talking to Don Catlin a lot as he was developing this test for norbolethone and THG. And in one of those conversations, he said, Rich, I need to tell you something, but I'm afraid to. And he ultimately said, I have been working with the federal investigators on a lab in San Francisco, and they've told me that I'm not allowed to tell anybody on pain of death. So I'm telling you, please don't get me killed. So we went to the Justice Department and went to the head of the criminal division and said, look, let us tell you what we know about our investigation into doping. And Catlin has said that he is helping a federal criminal investigation. Please don't kill him. There may be some overlap here. You figure it out. Well, 2 days later, we get a call from Jeff Nowitzki. Jeff is the guy. He's worked with the IRS. He's now works with DEA and FDA. He's the investigator in all of these U.S. doping cases. Very passionate guy. He says, I want to come meet with you. He didn't know much about doping at the time. He got our spider web of relationships. He got a full explanation of what kind of substances we could detect, which ones we couldn't detect.
He started out on the tax department. He's now with the, there's money laundering involved in all of this if it's a criminal activity. So it's pretty much of a one-way street in terms of our providing him information and them not providing us much information. And then we get a call saying that they're going to do a search of the Balco laboratory, and they want USADA's chief science director, Larry Bowers, who used to run the Indianapolis laboratory, to go with them. So this is Larry's best day. Larry is a laboratory scientist. They put him in a bulletproof vest, and he walks into the laboratory with the agents who have their guns drawn, and this is an exciting time for the guy. And it got more exciting because Victor Conti's first reaction was, okay, you got me. I'm going to tell you the truth. I'm going to take you to where I keep my records and where I keep my drugs. So they took Larry along to identify the drugs. And while they were questioning Victor Conti, they said, Larry, you know, check out the drugs here. Check out what's in those boxes. What was in the boxes were carefully marked files with athletes' names on them with all sorts of records. And their names like Marion Jones, Tim Montgomery, Michelle Collins, Kelly White. It's the who's who of American athletics and international names as well. And Larry's eyes are getting bigger and bigger and bigger. And so now I will tell you the story of the Balco documents. So we're about 9-10 months away from the Olympic Games. And now we know from Larry that a whole lot of the people that we're going to send to the Athens Olympics and are going to win a lot of medals are dopers. But we need the documents in order to prove that, because none of those people tested positive to deal with it. And so we asked the feds, you know, can we have those documents, please? And at first they're going to give them to us, and then they won't give them to us. And there's an issue with our Privacy Act, which the Justice Department was saying, you can't have them. There is one exception to the Privacy Act, and that is documents that have been subpoenaed by the United States Congress. So we went to Senator McCain, who was the head of the committee that oversees our Olympic Committee, and we said, look, the only way we get these documents and avoid a horrible, horrible, horrible embarrassment for the United States is if you subpoena them. And his Commerce Committee said, okay, we'll subpoena them, but we won't promise at all that you're going to get them. We knew that the minute they got them, we would get them, because these are a flaming hot potato, and no politician wants to have knowledge of all these elite American athletes doping and winning medals. So sure enough, they had hearings, but it took the unanimous consent of the Commerce Committee, it took the unanimous consent of the United States Senate for us to get those documents. Second time in the history of the United States that that's happened. And funny story, there was one copy. We sent Travis Tigert, who's then a lawyer with my firm, and he's now the CEO of USADA, to go pick up the documents in a great big duffel bag. And as he was getting in the cab, the chief counsel from the committee said, Travis, watch your back. So these are some examples of just what those documents look like. Here's a ledger of the drugs that Marion Jones was given right around the time of the Sydney Olympic Games. Same with Christy Gaines. It shows that she got norbolethone before she competed and then after she competed. This was a calendar that was in the Marion Jones file. You can see her initials MJ at the top. And we have calendars like this on all sorts of the different athletes. So you look at this, and Wednesday's EPO day. And Monday, Wednesday, and Friday is growth hormone day. And intermittently, she would take the clear,
which was either norbolethone or THG. And you'll notice that throughout this calendar, there are various competitions. When she wasn't competing, she would take more of the clear. The other thing she would take is a cream that was a mix of testosterone and epitestosterone in a ratio that would allow you to take testosterone and still have a TE ratio of around 1:1. It was an ointment, yeah, it was a rub-on cream. Victor Conti went on television and talked about Marion Jones. Marion Jones started a public relations campaign to clear her name. One of the things she did is she insisted that she would talk with USADA. She came to my office. I questioned her for 3 hours. And if I wouldn't have seen the documents, I would have swore she was telling the truth. Unbelievably polished and accomplished. And one of the things she said was, you see there, on the 13th, this couldn't be my calendar because I've never run a 9-8-400. And the answer is, you're right, Marion. That's not your time. That's Tim Montgomery's time. Your time is on his calendar. Yeah, yeah, yeah. They were married at the time. So this is another type of document that we got. This is an email exchange between Michelle Collins and Victor Conti. Here's Michelle saying, Victor, I've got access to testosterone, and I'm wondering if I can use this with the cream that you're already giving me. And Victor's, it's going to cause a positive test by elevating your TE ratio. Whoever told you that's okay is a complete idiot. You're already getting what you need from the cream, which will not elevate the ratio, and you know why. That's pretty damning email. The other thing we got is a lot of profile information. I mean, Victor's giving people EPO. He's giving them testosterone. He doesn't want them to test positive, and he doesn't want them to die. So they would provide regular laboratory analysis back to Victor. And from those documents we used in the Michelle Collins case, you can see that she had changes in her hematocrit. She had changes in her good cholesterol and bad cholesterol, which could be explained by no other reason than doping. So we brought cases. We sat down and we contacted each of the athletes and said, look, do you want to continue to be part of the problem or you want to be part of the solution? The only one who agreed to help us, some gave in, like Alvin Harrison gave in. Kelly White initially denied, but she was talking with Bill Bach from the U.S. Anti-Doping Agency. Kelly comes from a very religious family. Kelly is a very religious woman herself. Bill is a very religious guy, and while he was interviewing her, he pulled out his Bible, and they prayed together, and Kelly decided that she would turn to the good side and told the truth. Bill could do that. I couldn't do that. And that was very important because Kelly became our witness who would translate what E and G and C meant on these calendars because she had them all on her calendars too. We had full trials against Michelle Collins, Christy Gaines, and Tim Montgomery. Marion Jones, interestingly enough, we were having a tough time putting together the evidence there, and it would be like a Lance Armstrong case where someone would spend millions and millions and millions defending. Oh, she had lots of law firms. Yeah, she had lots of – Lance had more than that. She had lots of law firms. She had lots of PR people as well. We got a lucky break. Marion had been married to Tim Montgomery. After we busted Tim Montgomery, he decided he was going to support himself by kiting checks, you know, writing checks from bank to bank to bank so that they didn't catch up with him. Turns out he got Marion to sign one of those checks. The feds went to Marion and said, Marion, we could go after you today for check kiting.
And then when we get the rest of our evidence together, we will go after you for lying to the grand jury when you told them that you didn't dope. Now, the way our criminal system works is first-time loser, second-time loser, much heavier penalty if you've lost twice. So, Marion, you can do these both at once and just be a first-time loser. And so she admitted to the feds that she had lied in her grand jury, and her admission was not complete. Her admission was that she only used the drugs that she lied to the feds about. They didn't ask her about all the drugs, but it was certainly enough for USADA to ban her. So, criminal cases. In the United States, we have a grand jury system. Grand jury testimony is secret. USADA, as a private agency, we're not a government agency, will never get grand jury testimony. But if you lie to a grand jury, that's a felony, much more serious than whatever crime you could have committed. If you lie to a federal agent, very serious, much more serious than the typical crime. The name Martha Stewart, ring a bell? They were asking her about a stock tip case. She lied to the federal agent in a stock tip case, and she went to prison. I've given variations of this presentation to all sorts of different audiences. I was giving it to a group of grade schoolers, just young kids, 7, 8, 9 years old. The teacher asked them afterwards what they'd learned from the presentation, and you know, Bobby stood up and said, you should never do drugs. And Sarah stood up and said, you should never cheat. And Jimmy stood up and said, you should never, never, never lie to the feds. I told him we would hire him when he got old enough. So, Marion, this is lying to a court, lying to a federal agent when he comes and knocks on your door is a felony. And that's tough because frequently people will talk to federal agents without their lawyer, and their first reaction is to lie to cover up. And now they have done something much worse than if they would have simply told the truth and had the consequence from that. So Marion went to jail for the lying to the grand jury and check fraud, 6 months. Tammy Thomas, who you saw the picture of, also lied to the grand jury. She got 6 months house arrest, but she'd gone to law school. She'll never be a lawyer because as a convicted felon, you can't practice law in the United States. Here's the Balco entourage cases. Trevor Graham, Marion Jones's, Tim Montgomery's, Michelle Collins's coach. Got a year of house arrest for lying to the grand jury. Remy Korchemny, who is Kelly White's coach, got a year probation for supplying controlled substances. That's his criminal, and then he got a lifetime ban from us. Mark Block, who is Zana Block's coach, agent, and husband. So he got for supplying her with banned substances, he got 10 years. And then Raymond Stewart was a follow-up of that. He's a coach, and he got a lifetime ban. So that's on those are the sporting figures. And the reason we were able to bring cases against the sporting figures is that IAAF at that time and still does requires coaches and agents to be licensed, and part of their license subjects them to the jurisdiction of the anti-doping agencies. The folks here on the right are not subject to anti-doping rules, but they are subject to criminal and professional rules, and you'll see that
Victor got 4 months in prison and 4 months home confinement. Valente, who is his partner, got probation. This guy, Brian Javi Goldman, is a psychiatrist that was ordering all the blood tests and the like for Victor that he would use in checking on his athletes. He's also the one that came up with the explanation after Kelly White tested positive for modafinil that, oh, yes, she has a family history of narcolepsy, you know, falling asleep in meetings, and that he had prescribed modafinil to her for that. Not so good for him when Kelly said, nobody in my family's ever had narcolepsy. This is total nonsense. This is a fraud that Dr. Goldman and Victor made up to try to cover their tracks. So he had his license suspended, and he's on a probation. Patrick Arnold went to prison for 3 months. And the last one is pretty interesting. Troy Ellerman. Troy is a guy that I knew. He was on the board of directors of the Professional Rodeo Cowboys Association. He was a lawyer in Sacramento, and he was Victor's lawyer. And suddenly, the grand jury transcripts started appearing in the San Francisco Chronicle. And there's only two people that had, two sides that had those transcripts, the prosecutors and the defense. Well, I wish to hell you would have sent them to us. because we even went to court and tried to get them. It is a felony for either the defense or prosecution to let those go. The judge called all the parties in, made them swear that they hadn't given them out. And it turns out it was Troy that gave them out. I think he thought that it was unfair that Victor was going to get a longer sentence and other people were getting away with it. I really don't understand what he had in it. Oh, the journalist, Mark Fainaruwata, who published these, was called to court and asked, who gave you these transcripts? And his answer was, I claim journalist privilege. And the judge said, journalist privilege denied. Tell me who gave you those transcripts. He said, no. So she put him in jail. She put him in jail. And so, I mean, it made him famous. but he sat in jail. And eventually, she let him out, and it was only when Troy, later as chief executive of the Pro Rodeo Cowboys Association, brought back his investigator to run the Hall of Fame, and then he fired the investigator, that the investigator, out of spite, blew the whole cover. So one of the reasons that we've made some progress on this in the United States is because of the passion of people like Jeff Nowitzki, and it also caught the attention of our Attorney General and our President, who decided that it was important that they speak out against doping, which is a good thing because other federal agencies get to be more cooperative when that happens. So, USADA is a private organization. It's not a government agency. We have all the issues that private agencies have with getting information from the government. So what are the pros and cons of our interaction with the federal agency in the Balco case? One, if they would have never done their search, we would have never seen the Balco documents, and we would have never gotten Michelle Collins, Tim Montgomery, Marion Jones, and the like. And eventually, we did get those documents. The feds are loath to cooperate in sport cases, but we needed somebody to authenticate the documents, and Nowitzki came into our Montgomery hearing and our Block hearing to authenticate the documents as having come from Balco's files. Marion Jones would have never pleaded guilty in doping if she wouldn't have had the federal issue over her head. The negatives are that we had to go to Congress to get those documents,
And it was pretty scary because we were real close to sending dirty athletes to the Olympic Games. The next is something that is at least worth considering as you come up with legislation in Germany. Victor Conti was very willing to testify for us, but he had the criminal case hanging over his head. Every night, the Tim Montgomery hearing lasted about a week. Every night he would talk to Travis, who was on the case with me, and tell Travis he was going to come into court and testify for us the next day into the arbitration process. So every time the door would open, you would expect to see Victor come through. Victor never came through, and the reason was because he was afraid of the criminal consequence. And then the last issue is that when there are federal cases, be they criminal or in the case of Armstrong, which is a civil fraud claim, the defense will subpoena all of USADA's investigation file. It happened in Balco, and it's happened again in Armstrong. And so we have issues trying to protect our work product that we wouldn't otherwise have. So in response to Balco and similar cases around the world, we made a number of changes to the World Anti-Doping Code. We increased the benefit you could give for substantial assistance. We required international federations to be like IAAF and bring athlete support personnel under the jurisdiction of their rules. We said that if you have a positive case, you have to investigate whether athlete support personnel are involved. And lastly, there's a provision that says each government will encourage all of its agencies to share information with anti-doping organizations unless otherwise legally prohibited. That unless otherwise legally prohibited was something that we had to deal with in the 2015 code amendments. So, next, and this will be briefer, U.S. Postal Service investigation. If you want to know what was going on, you can read it in USADA's reasoned decision, 160-some pages with thousands of pages of attachments. It's on USADA's website. It's an interesting read. Okay, good. I mean, I've had lawyer friends criticize it for not being like a legal brief, and our point was it wasn't meant to be like a legal brief. It's sort of a mix of a legal brief and it was a dark and stormy night as you know, as they climbed the 15th stage of the tour. So chronologically, obviously there'd been accusations against Lance all along. USADA keeps a file whenever there are accusations. There was nothing to bring a case on. Floyd Landis comes forward in 2010 and tells the whole doping story to USADA. He also tells it to the feds. And there was only one problem. He did a very good job telling the story. We believed he was truthful, but there was a little bit of a wrinkle because for me to bring that case, I brought the case against Lance, and he lied to me under oath in his own trial. And so that's a bit of a problem when, isn't it true that the last time Mr. Young asked you a question, you lied to him? So he was telling the truth, but he was a problematic witness. Next guy to come forward was Tyler Hamilton. Very credible. We believed he was telling the truth. He'd lied to me, too, in his trial. Tough situation to be in. He also talks to the feds. Yeah, he was. Yeah, he was the vanishing twin case. He was the vanishing twin. It was a bit of a challenging scientific case for me. Their expert was a professor at both Harvard and MIT,
And he had founded a analytical company that owned the company that owned the company that my expert worked for. And so he was, I knew that he was going to be difficult when he walked into the courtroom and he talked to the court reporter, you know, the transcriber, about what kind of system she was using, and he plugged his computer into her machine, so he got live transcript as he was sitting there in the courtroom. But he was also the most arrogant person in the history of the world. And this is a bit of a digression, but so he starts out his testimony just talking very, very quiet, barely talking. And the panel asks him to speak up, and he said, well, would you mind, you know, I'm used to lecturing in a classroom. Would you mind if I gave my testimony standing? So there he was lecturing all of us, and he would look down, Mr. Young, do you understand that? You know, and just totally arrogant. So when it was time for my cross-examination, he's standing there, and I said, you can sit down now. And he said, oh, I'd prefer to stand. And I said, I know you would. I'd prefer that you sit down like a normal witness. And he looked at the panel, and they said, sit down. And interestingly enough, this guy, who's very, very bright, had broke. He broke right there. He turned out to be a terrible witness on cross-examination. So federal case against Lance Armstrong. Based on the information from Landis and Hamilton, the feds start a very thorough investigation. They go to international agencies. They do interviews with writers. They do grand jury testimony with writers. At their request, and this is another issue to deal with in the interplay of statutes, the feds asked us to stand down USADA's investigation because they didn't want us interviewing witnesses at the same time they were interviewing witnesses. So we stood down. And it was our assumption, and it was Jeff Nowitzki's assumption, and the lawyers involved in the case, that the case would go forward. And then, as a complete surprise to everyone, on the Friday before Super Bowl, where the entire news in the United States is about the Super Bowl, the U.S. attorney in Los Angeles says they're dropping the investigation. Don't know why. I mean, I've heard lots of great theories, but don't know why. Could have been politics. Could have been particular politicians. Could have been that we're entering into an economic doldrum in the United States, and they spent a lot of money on the Balco case, and, you know, you got 4 months jail for Victor, and you have the Roger Clemens case that didn't work out so well. The Barry Bonds case didn't work out so well. And there was a legitimate criticism that you're wasting a whole bunch of taxpayer money on these doping cases. That could have been it. Could have been lots of reasons. So that meant that USADA had to resume its investigation. So we know we can't get the grand jury transcripts, but they did lots and lots of witness interviews. They did examination of documents. They had international documents. And so we asked for that information. And they wouldn't give them to us. This is the feds. They wouldn't give them to us. Their explanation was that we are still considering whether we will join a federal fraud suit that Floyd Landis brought as a whistleblower. And if we join that suit, we may not want you to have all those documents. And so you know what? We never got them. We never got those federal investigative files, which would have been wonderful for us. But we got a very good break, which was we went to the cyclists that were on Armstrong's team. And we said, same thing that we always say, do you want to be part of the solution or do you want to continue to be part of the problem? And they started telling us the truth. Now, the key question in how these investigations work is, why did they start telling us the truth? And I'm sure they all had slightly different reasons,
But first, the code of silence had already been broken by Landis and Hamilton. Second, they knew that they were going to have to testify before the grand jury and talk to the feds. And they knew that they sure didn't want to lie to them. So sooner or later, they were going to have to tell the truth to somebody. And a number of them were before the grand jury. I don't know what they said, but I assume that they told the truth. Third, having told the truth once, it felt pretty good, because this is a pretty heavy secret to be carrying around with you. Having told the truth once, felt pretty good. They were willing to do it again. Fourth, Armstrong had bullied and badgered and crushed a number of people who had simply told the truth. Oh, threatened, terribly threatened, total bully. And so this is a chance for those people to be exonerated. And so when these cyclists came out, they knew that they were speaking out for the people that Armstrong had crushed. And then last, under the code, we were able to give them a reduced ban from 2 years to 6 months. The other thing, the other piece of the Armstrong case was profile information. It is along the lines of the athlete's biological passport, but it turns out that his percentage of reticulocytes, these are the baby red blood cells, were radically different when he was competing in the 2009 and 10 Tour de France than they were during periods where he wasn't competing in the Tour de France. They were way lower, which suggests that something was happening in his system to suppress the generation of more red blood cells. And usually that something is you are reinfusing your own blood, and so your body's saying we don't need any more red blood cells. The other thing that we found is, particularly during the 2009 Tour, his plasma volume and his red blood cell volume were very unique. Usually when you're in a long distance event, a multiple day event like the Tour de France, your red blood cell percentage goes down and down and down and down and down. And as a matter of fact, that's what's happened to Lance's red blood cell percentage in other races. In the 2009 Tour de France, started here, it goes down and down and down, and then it goes up again. And then it goes down and down and down, and then it goes up again. And there's no reason that it would go up unless you were reinfusing new blood. We also got a lot of help from WADA, their investigator, Jack Robertson, and international agencies. If you look at the recent decision, you will see thousands of pages of exhibits. Some of those exhibits are from the Italian police, with bank records from Dr. Ferrari, making it clear that when Lance and his agent Bill Stapleton told the world over and over and over that they disassociated with Dr. Ferrari in 2004, that they continued to pay him large sums of money. Yep. Yeah, he was one of, and he's one of the affidavits in the reasoned decision. So, in terms of riders, who's been sanctioned? Obviously, Lance, lifetime ban. The six others whose names and declarations are in the reasoned decisions, who got 6 months. And then this is an ongoing process as a result of what happened in the Armstrong case. Lots of other riders, and you know who they are, have come forward and admitted their doping. Some have been convicted in cases, and that story is still going on. So, sport disciplinary cases arising out of Armstrong and Postal Service. At the bottom, you'll see the provision in UCI rules, which says that we had jurisdiction over anyone who participates in a UCI event. And they weren't licensed, but the doctors and the trainers, by participating, have agreed to jurisdiction. We brought cases against Johan Bruneel and Dr. Moral
and Dr. Saleya and trainer Pepe Martin. Ferrari and Dr. Demiral did not challenge the cases, and they got lifetime bans. Brunel, Saleya, and the trainer Pepe Martin did challenge, and that matter has been heard in a USADA AAA hearing that was held in London, and we are awaiting a decision. So the other thing that's happened to Lance, I mean, we've talked about the criminal consequence. There's no criminal case pending against him now. We've talked about the doping consequence, but there are also civil consequences. He sued the Sunday Times and got a settlement. When it turns out they were telling the truth and he was lying, they sued him back. That case was settled. He had two different insurance policies that provided, where the team took out an insurance policy. They said, we'll give Lance a bonus if he wins 1, 2, 3, 4, 5 tours. And they insured that contract with these companies. Those are the depositions where Lance lied over and over in the depositions. One of those is settled. The other big one is still pending. And the big case is the case that was initiated by Floyd Landis, which basically says, so the Postal Service, the United States Postal Service, was a sponsor of this team, and they got representations from the team that nobody on the team was doping. And that was important because there were the rumors of the doping, obviously. And based on these representations, they went ahead and paid his team some $30 million. And that would be fraud on the federal government. And under the statutes, fraud on the federal government gets treble damages plus interest. So the amount in controversy in that case is in excess of $100 million. And they didn't just go after Lance and the team. They went after all the money guys behind the team. So if you go down that list of names like Thomas Weisel, these are big guys. These are big guys with a lot of money. So very interesting case. Floyd brought that case. It was only very late in the game that the federal government decided that they wanted to join. And so in the irony of ironies, as the whistleblower who brought the case, Floyd Landis will be entitled to about 20% of whatever they recover. Interesting cycle of Floyd's life. Pros and cons. I'm not sure that the writers would have talked to us if they wouldn't have had the threat of the feds. The fact that the feds were doing it made it clear that the truth would come out sooner or later. Our feds worked with international law enforcement. That was very helpful. The bad things were, they delayed our investigation while they were doing their own that they cut short, and we never got the documents. So I'm not going to go through all of these, but these are just a handful of the changes that now appear in the 2015 code that aid investigations and put a tighter focus on doping by athlete support personnel. One of the interesting ones and one of the controversial ones was Article 210 of the code, the prohibited association. We knew that Tim Montgomery and Marion Jones were working out with Ben Johnson's coach, who was banned for life. And there's nothing we could do about it. We couldn't. He's banned for life. What are we going to do to the guy? And there was no way that we could tell Tim or Marion not to use this guy. Victor Conti was at the London Games. Guy who's been convicted criminally of doping athletes. There's no way we could tell athletes, you can't use this guy. Well, Article 210 changes that. Last comment. So is there anything special that led to the success USADA had in the Belko and Postal Service cases? I'd point to two things. I'd point to leadership and independence.
both USADA's executive team and the board of directors had a very clear focus on what the purpose of the agency was, and that was to fight doping. And so either the Balco case or the Armstrong case could have been life-threatening for the agency. It certainly would have been job-terminating for the CEOs if we would have lost those cases, and there was a good chance. You never knew how that would turn out. We never dreamed that they would both turn out as well as they did. There was a good chance that something bad would happen. But when USADA looked at it, it was a very clear decision. We have one mission, and that's to fight doping. And we have a case that should be brought. And we realize that the consequence of losing that case could be the death of the agency. But you know what? If we're not going to bring that case, we deserve to die anyhow. And so that's what happened. We went forward knowing that there was a big risk. The second characteristic is independence. The U.S. Anti-Doping Agency is an independent nonprofit organization. Yes, we get government funding. Yes, we get funding from the Olympic Committee. But the decisions stay within the USADA Board of Directors. On both Balco and Armstrong, we had congressmen calling us up to appear before them to explain why it is that we're attacking national treasures. But there's no way that the government or the Olympic Committee or any national federation could interfere directly. And so the independent board approved what the independent CEO wanted to do. And that's why when you look at the 2015 code, you will see a new provision that requires that national anti-doping organizations be operationally independent from both government and national Olympic committees. And that's it. Thanks. The idea was to have the two of you on the stage here to see what the Germans could learn from the American system and vice versa. Okay. So what the Germans could learn from the American system and vice versa. So the question is, Mr. Seppel. Question. A question to Rich. I'm interested to learn how many people linked to sports organizations or members of sports organizations are in the board of directors of USADA. Hello? USADA has three categories of board members. It has two representatives that are nominated by national governing bodies, but USADA doesn't have to take those nominations. It has two members that are nominated by the Olympic Committee's Athletes Commission, but again, USADA could choose other athletes, other elite athletes. So that's four, and then it has five independent members. They have scientists, lawyers, businessmen, a good mix.
And it turns out that in terms of being hawkish, if you would say, I mean, being really tough on doping, the athletes are probably the toughest. Just to understand, it would not be possible to have chairmen of UF sports organizations in the board of directors? No, there's a complete conflict of interest policy. Okay. That was an important comment for the German situation. And was ich fragen wollte, Herr Rösner vor allen Dingen, ist Folgendes. Warum, oder wie können Sie sich das erklären, wird auch das Zentrum meiner Dankesrede sein, warum ist keiner der Personen, die ich für den Verantwortlichsten halte, nämlich die Sportmediziner nur, die können das, oder Wissenschaftler, jemals in Deutschland nicht nur nicht bestraft worden, sondern nicht mal vor einem, ja, bei einem Gericht gestanden, auch im Fall von hier, Jan Ulrich und so weiter nicht. Niemals, mit einer Ausnahme, reihenweise Sportler und Funktionäre und so weiter in den DDR-Fällen. Wie erklären Sie sich, dass das vor der Wende nicht war und nach der Wende nicht? Was gibt es in Deutschland? Ist das die Ehrfurcht vom weißen Kittel oder was ist das? Das ist sicher, das ist sicher die Macht der Ärzte, die eben einfach, die haben mehr Verteidigungsmacht, sie haben mehr Ansehen und so weiter. Man traut sich an die nicht so unbedingt ran. Und sie können in der Regel auch den Schein ganz gut wahren, dass sie den Athleten helfen. Und dass die Gesundheit eine gewisse Rolle dabei spielt. Sie ziehen sich auch insoweit, können sich zurückziehen. Also der Fall, im Fall Schumacher ist mir das nochmal ganz klar geworden, wie dies läuft. Wir haben in Europa etwa 3-4 Nester von Sportmedizin, die seit jetzt mehr als einer Generation ihr Wissen, das sie einerseits wissenschaftlich gewinnen über Leistungssteigerungen, das unverdächtig ist, andererseits im Dopen weitergeben. Das ist einmal Freiburg, das ist in Italien Ferrari und das ist Madrid. Das sind sozusagen die Zentren. Alle Ärzte, die beim Team Telekom und beim Team Gerolsteiner in Deutschland stammen aus diesen Bereichen, in Deutschland insbesondere aus Freiburg. Und sie können sich einigermaßen insoweit dann nachher entlasten auch immer, indem es bei uns so läuft, das auch nochmal zu Frau Lesch sozusagen. Man wird als junger Athlet, im Radsport zumindest, fährt man als Amateur noch ganz gut mit, kommt dann das erste Mal zu den Profis, dort wird einem am Ende von Teamchefs oder Ärzten oder wem auch immer gesagt, da schau mal hin, also zur Spitze fehlt dir doch noch einiges. Wie musst es, da musst du doch auch was an deiner Leistungssteigerung arbeiten. Geh mal nach Freiburg. Oder geh zu dem und dem. Und dann geht er dorthin und dann wird er beraten, wie man bei seiner körperlichen Verfassung und seiner körperlichen Konstitution am besten bei der Leistung rausholt. Die machen nie sich selber die Hände schmutzig und der Rest läuft relativ einfach. Wir haben das ja vorher vorgeführt, wir kommen sogar hier. Haben sich die Hände schmutzig gemacht. Wie? Herr Schmidt und Herr Heinrich haben sich die Hände sehr schmutzig gemacht. Nach den Aussagen, aber das ist dann eben, da wir das nur immer im Strafprozess haben, ist es schwierig, das zu beweisen. Ich hoffe, dass das jetzt noch gelingt, in der Freiburger Staatsanwaltschaft, die ja insoweit ermittelt. Aber Sie sagen natürlich zunächst mal, Sie haben sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Also die Aussage des Radsportlers Sinkewitz, um das nochmal klar zu sagen, ist ganz eindeutig. Wenn mir ein Nicht-Hämatologe Blut infundiert, also reinfundiert, und dabei selbst sagt, oh Gott, das klumpt ja schon, eine lebensgefährliche Situation, dann ist das wirklich Bedrohung, nicht wahr? Nicht nur Körperverletzung, das ist Bedrohung. Und das kann in keinem Land durchgehen, das nicht korrupt ist. Deshalb halte ich unser Land auf dem Gebiet des Dopings für korrupt. Ja, vielen Dank. Herr Rösner, Sie werden verstehen, nach Ihrem sehr eindrucksvollen Vortrag, in dem Sie den BMI ja doch deutlich angegriffen haben, dass ich mir die Freiheit nehme, doch zwei Anmerkungen dazu zu machen. Zum einen haben Sie dargestellt, dass wir im BMI seit Jahren eigentlich gar kein Interesse an der Dopingbekämpfung haben. Im Gegenteil, alles dazu tun, dass Doping durchaus blühen kann.
Aktivitäten in die Richtung, die Dopingbekämpfung verstärken würden, doch unterdrücken etc. Ich kann nur sagen, als derjenige, der in dem Hause arbeitet und für Doping zuständig ist, das trifft die Wahrheit bei weitem nicht. Das lasse ich einfach mal so stehen und das wissen Sie auch. Wie wir engagiert uns für Doping einsetzen in der Behörde, ist Ihnen auch bekannt. Das Zweite, Sie haben gesagt, dass es ein leichtes wäre, ein Gesetz, das Sie verwendeten den Begriff, es bedarf eines Federstriches, ein Gesetz zu erstellen, was Doping wirksam auch strafrechtlich bekämpfen kann. Auch das, das will ich gar nicht kommentieren. Ich nehme Ihre Auffassung einfach zur Kenntnis. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es im BMI auf der Website eine Darstellung von den Experten, an dem Expertengespräch haben Sie ja auch teilgenommen, gibt, die jedermann nachlesen kann, wo die rechtlichen Probleme, und das sind rechtliche Probleme, keine Probleme, die mit dem Willen der Dopingbekämpfung zu tun haben, wo die für jedermann nachlesbar sind. Ich weise nur darauf hin und insofern ist Ihre Auffassung eine wichtige für uns. Das, ich streite mich auch immer gerne mit Ihnen, auch juristisch. Und in vielen Punkten finden wir auch gemeinsame Lösungen, da bin ich ganz sicher. Aber es gibt eben auch andere Auffassungen und da wollte ich nur darauf hinweisen. Dankeschön. Herr Rösler? Nicht zu antworten, es gibt in der Juristerei immer viele Meinungen. Aber der Gesetzgeber hat es in der Hand, sich für die eine oder andere Meinung zu entscheiden. Das ist der Punkt. So funktioniert Recht. Und deshalb steht dem BMI nichts entgegen, eine entsprechende Gesetzesverfassung, Gesetzgebung zu machen. Eins muss doch gesagt werden, als Außenstehender von dem System, kann man das ja wohl nicht für wahr empfinden, nach dem engen Verhältnis, das besonders Freiburg mit dem BMI hatte über all die Jahrzehnte. Ich werde Bilder heute Abend zeigen, wo es eine Rede gibt, wo sie praktisch Doping empfohlen haben aus ihrem Haus, in Freiburg bei der Öffnung eines Gebäudes. Das heißt also, so, das Bundesministerium, das BISB, war ein Motor hinterm Doping. Sie wollten Medaillen sehen. Gibt es die Aussagen, gibt es die alle. Weitere Fragen? Entschuldigung. Mit Respekt und vor der Runde, die wir jetzt haben, die Diskussionsrunde. Wir sind eine Stunde, 15 Minuten über der Zeit und wir müssen pünktlich hier den Saal räumen sozusagen. Das heißt also, Ihre Ehrung muss spätestens 18:15 beginnen. Deswegen habe ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank zu sagen, Richard, Ihnen und Professor Rössner. Und bitte einen Wechsel vorzunehmen. Die Diskussionsrunde, bitte. Zack, zack. Zack, zack, dann muss er mal hier arbeiten. Wir werden in Abstimmung mit dem Haus, Herr Sognenko, auf die danach geplante Kaffeepause verzichten. Die lassen wir dann in das Essen mit einfließen. Wir haben keine andere Chance. Wir haben keine andere Chance. bitte. Ja. Hallo. Hey, Formel 1 Reporter, komm, du bist sonst so schnell. Zack, zack. Ja. Klaus, komm doch. Ich hab gedacht, ich komme drum rum. Ja, das könnte so passen. So, vor der Verleihung des Heidi-Krieger-Preises, jetzt die Diskussion, das Thema Dopingrepublik Deutschland nach dem Verlust der Legitimation, nach dem Verlust der Glaubwürdigkeit, ist ein neuer Sport möglich? Ich darf ganz kurz die Runde vorstellen. Ich fange hier an. Anno Hecker, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ressortchef. Muss man nicht viel sagen, kann man fast täglich lesen. Als nächstes dann Klaus Tuchscherer, Olympia-Vierter für die DDR in der Nordischen Kombination bei den Winterspielen in Seefeld, Innsbruck. Dann
geflüchtet, im Lande geblieben. Der einzige Fall eines DDR-Athleten, der dann nochmal zurückkehren durfte in die DDR. Der Grund war, dass Klaus gesagt hat, ich bin nicht aus politischen Gründen abgehauen, sondern das ist einfach, der Grund war eben eine Bekanntschaft, seine spätere Frau, die er da kennengelernt hat. Das war der Grund, das war sicherlich sehr sinnvoll, das, diesen Grund zu nennen. Und vor allen Dingen aber auch damals gab es Österreich unter Kanzler Bruno Kreisky, hatte damals die Staatsbürgerschaft der DDR anerkannt. Das war sicherlich einer der Gründe, sonst hätte das so nicht funktioniert. Klaus Tuchscherer hat dann erst nach dem Fall der Mauer, konnte er wieder in seine Heimat reisen und mischt sich inzwischen erfreulicherweise öfter auch in die Sportpolitik hier in Deutschland ein. Viola von Gramon, ja, dein Beifall. Viola von Gramon, schön, dass Sie da sind. In der vergangenen Legislaturperiode die Sportsprecherin und Obfrau der von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestagssportausschuss. Ganz knapp gescheitert diesmal. Das war der Genosse Trent, der Ihnen zum Verhängnis geworden ist. Wir freuen uns, dass Sie weiterhin in der Sportpolitik bleiben. Und für Manfred von Richthofen, der uns eben hat mitteilen lassen, er ist erkrankt, haben wir gebeten, nochmal Per-Gert Simon auf in die Bütt zu gehen. Das Ganze wird moderiert von Astrid Rabol, Deutschlandfunk, Redaktionsleiterin. Bitte sehr, Astrid. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein ambitioniertes Programm jetzt vor uns. Anderthalb Stunden hatten wir ursprünglich geplant für die Diskussion über die Legitimationskrise des Sportes bzw. Wege aus ihr heraus. Jetzt werden wir das wahrscheinlich in Steno-Form in einer halben Stunde schaffen müssen und auch noch versuchen, Sie alle mit einzubeziehen. Deswegen werde ich gar nicht viel reden, sondern mich meinen Diskussionsteilnehmern hier oben auf der Bühne widmen. Wir starten die Diskussion und werden dann hoffentlich die letzten 10 Minuten auch noch mit Ihnen dann zusammen diskutieren können. Ja, wer den Tag über hier verfolgt hat, der hat gemerkt, der Sport hat durchaus selbstzerstörerische Kräfte. Ich glaube, so muss man das sagen, wenn man sich anhört, die Sportlerschicksale, die wir verfolgt haben heute über den Tag, Manipulation an allen Ecken und Enden, Doping natürlich explizit zu nennen, dazu das Glaubwürdigkeitsproblem, Schuldfragen, die im Raume stehen. Ich fange mit Anno Hecker außen an, auf der Seite. Die Überschrift ist nach dem Verlust der Legitimation des Sportes. Ist es tatsächlich schon so weit oder ist er in einer Krise, wo Sie noch tatsächlich einen Weg herausfinden und sehen könnten? Sehr schwere Frage natürlich. Wir haben natürlich teilweise einen sehr großen Verlust der Legitimation, das hat man ja gesehen. Die Entscheidung um die Olympiabewerbung in München, da hat die Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung ganz klar gesagt, so geht das nicht mehr. Und ganz interessant ist ja, was dann so im Nachhinein passiert ist. Also dann sind auch Politiker nach Ihnen, Sie waren vorher schon dabei, plötzlich Politiker draufgesprungen. Dann gab es den Geburtstag bei Herrn Bach neulich und da kommt der Innenminister und sagt, Herr Bach, Sie müssen was ändern. Und dann kommt der Vorsitzende, der Präsident des Internationalen Skiverbandes und sagt plötzlich solche Dinge, also ein Mensch aus dem IOC. Also irgendwie haben sie es wohl alle selbst jetzt begriffen, dass ihnen da was schiefgelaufen ist. Und wir als Journalisten sind das ja im großen Teil alles schuld. Ja, das wird uns ja immer wieder vorgeworfen, dass wir über diese Themen auch schreiben. Jetzt noch in jüngster Zeit ist das sogar auch uns mal passiert, dass man uns das vorwirft. Ich würde aber sagen, insgesamt ist dieser Vertrauensverlust bei Journalisten meiner Generation jedenfalls in den letzten 25 Jahren, der ist so enorm geworden, dass ich fast sagen würde, also ich kann es jedenfalls für mich sagen, ich gehöre so einer versauten Gruppe an. Ich glaube einfach nichts, wir glauben einfach nichts mehr. Also wir haben ja auch hier Kollegen sitzen, die mit vielen Athleten gesprochen haben, die ihnen immer sehr blauäugig genau das erzählt haben, diesen Marion-Jones-Effekt, den wir hatten. Ja, naja, klar, aber am Ende glaubt man es ja dann doch, ja, dass sie sauber sind. Wir hatten vor ein paar Monaten 3 Radsportler bei uns in der Redaktion. Den glaube ich, dass sie sagen, die wollen das wirklich jetzt, wir wollen jetzt den ganz sauberen Weg machen. Und als sie draußen waren, haben wir dann untereinander diskutiert, wie gehen wir jetzt damit um, mit dieser Problematik. Und ich bin jetzt ein Rheinländer, bei mir ist das Glas zunächst mal halb voll, also wir vertrauen ihnen jedes Mal ein bisschen. Aber wir werden von draußen natürlich immer wieder beschossen. Wenn wir dieses Vertrauenswürdigkeit geben, heißt es dann immer, ach, ihr seid naiv und unkritisch. Ja, schreiben wir aber über die Tour de France sozusagen mit einem
vielleicht auch nicht direkten, aber so zwischen den Zeilen ausgedrückten Nebensatz, schön gemacht, aber dann kriegen wir eben gesagt, ja, also ihr macht alles kaputt. Also es ist eine sehr schwierige Phase für den Sport, für die Organisation des Sports und für uns als Vermittler. Viola von Kramon, gerade ist schon angesprochen worden, die Absage an München 2022, die Bewerbung, die auch in Kontext gestellt wurde mit einer indirekten Kritik an das Internationale Olympische Komitee, auch an den Fußball-Weltverband, eine Interpretation, die der Deutsche Olympische Sportbund natürlich so nicht stehen lassen möchte, sondern noch ein bisschen weiter ausweitet, dass es also eine generalisierte Kritik ist und nicht etwa ein absolutes Nein zu Olympischen Spielen in Deutschland. Jetzt waren Sie gerade auf Recherchereise sozusagen in Sotschi. Haben Sie auch das Gefühl, dass tatsächlich die Gesellschaft sich eher noch abwehrend auch hierzulande verhält angesichts der ganzen kritischen Themen? Oder würden Sie sagen, im letzten Jahr nach den ganzen der Dopingstudie, Doping in Deutschland, der Depressionsstudie bei den Leistungssportlern, ist doch ein Umdenken erfolgt, dass also diese ganze Diskussion der kritischen Punkte, die die Journalisten und auch die Politiker hin und wieder aufdecken, doch erfolgt hat? Also wenn es ein Umdenken gibt, dann wäre es jetzt sicherlich der richtige Zeitpunkt. Aber wenn ich zum Beispiel an den Ausspruch von Alfons Hörmann, dem DOSB-Präsidenten, nach dem verloren gegangenen Referendum denke, dann glaube ich, die haben gar nichts verstanden. Der Kasper ist eine Ausnahme. Das ist nicht so, dass das IOC sich jetzt gemeinsam hinsetzt, ja, und Brainstorming macht mit Herrn Bach an der Spitze, sich überlegt, ja, wie kann ich aus Sotschi lernen und kleinere, kompaktere Spiele, damit auch ein München, vielleicht Hamburg oder Leipzig nächstes Mal, für die Bewerbung stimmt, ja. Ist das sozusagen wirklich der erklärte Wille, was zu ändern? Nein, es geht nur, und ich glaube, da machen Sie noch nicht genug, um ganz ehrlich zu sein, es geht nur über ganz massiven medialen Druck. Ja, und mir reicht das noch nicht. Mir ist es noch viel zu vereinzelt. Also eine Handvoll Journalisten schreiben kritisch oder berichten kritisch über den kommerzialisierten Sport. Die meisten sind doch Jubelarier. Das ist doch nicht wirklich das Konzert der kritischen, differenzierten Journalisten, die wirklich, ich meine, jetzt im Vorfeld von Sotschi ist es so offensichtlich, ja, dass es Mainstream geworden ist. Da kann sich keiner mehr wirklich hinstellen und ausschließlich über den Sportbericht. Das ist auch gut so. Aber in den meisten Fällen, wenn ich mir die Sportseiten angucke, also ja, einige Kollegen sicherlich gerne ausgenommen, aber das Gros ist doch nach wie vor davon überzeugt, dass es einfach diesen Sport, so wie er ist, braucht. Und das große Umdenken bei den Funktionären in Deutschland, ich meine, vielleicht bin ich da wirklich zu kritisch, habe ich nicht gesehen. Ich würde es mir sehr wünschen. Und vielleicht ist Sotschi ein Augenöffner. Oder wenn wir Brasilien jetzt, wenn wir da eine komplette Bauchlandung erleben und wirklich sehen, wie unangepasst diese Spiele in dieses Land verfrachtet werden. Vielleicht kommt danach eine Änderung. Im Moment sehe ich da bei den internationalen Verbänden noch keinen Wake-up-Call, muss ich sagen. Es gibt viele kritische Stimmen, nicht nur im Journalismus, sondern auch im medizinischen Bereich. Pericles Simon, Sie haben, das ist noch gar nicht so lange her, deutlich gemacht, damals im aktuellen Sportstudio, dass es auf Seiten der Sportverbände, der Funktionäre durchaus Leute gibt, die ein Interesse daran haben, Studien, Ergebnisse, die sie auch anfordern, die publiziert werden könnten, die aussagekräftig sind, zurückhalten. Wen sehen Sie in der Verantwortung, die Legitimation des Sportes zu retten, beziehungsweise auf neue Grundfeste zu stellen? Also ja, zunächst einmal kann ich mich im Grunde nur anschließen bei dem, was Frau von Kramon gesagt hat. Ich sehe das ganz ähnlich, aber ich würde jetzt dann aber auch sagen, diese Instanzen sind dafür gar nicht zuständig. Also es sind die falschen Instanzen. Warum soll sich das Bundesministerium des Inneren, das sich im Prinzip ganz klar einfach nur an die Athleten wendet, mit der klaren Aussage, hier, da ist der Medaillenspiegel, der soll es werden, macht. Und wir geben Geld. Wir zahlen Infrastruktur, wir geben Geld, wir machen Sporthilfe und all das läuft. Und wir machen auch ein bisschen Anti-Doping und da kann man ja schauen, wie viel Geld wird für was ausgegeben. So, warum sollen die jetzt tatsächlich dafür zuständig sein, das Dopingproblem effektiv zu bekämpfen? Oder warum sollte das der DOSB machen? Oder warum sollte das IOC das machen? Also wir könnten auch sagen, dass ja der Fall der USADA in gewisser Weise Hoffnung macht. Warum sollte es nicht eine private Agentur sein, die einfach belegt, dass sie unabhängig arbeitet und die das auch belegen muss, von der man das einfordert, von der dann natürlich auch das BMI verlangen kann, wenn es Geld gibt dafür.
dass entsprechend Unabhängigkeit nachgewiesen wird und so beim kleinsten Fehlverhalten fliegt der CEO. Ich meine, das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, ein sehr straffes Modell und da wird es vielleicht in Deutschland Schwierigkeiten geben, weil letztendlich sind da Leute bei der USADA am Gange, ja, wenn die halt fliegen, dann machen sie was, wo sie mehr Geld verdienen. Den Zustand müssen wir in Deutschland erstmal erreichen, ja, dass solche Leute sich um den Anti-Doping-Kampf kümmern. Wenn wir den haben, warum sollte das Ganze nicht besser funktionieren? Also ich bin ein Stück weit optimistisch und man muss halt einfach sehen, es ist eigentlich egal, auf welchem Niveau Sie gucken, wenn Sie das Stakeholder-Modell bedienen, und das ist ja eigentlich in kleinem Ansatz auch bei der USADA mit drin. Man muss einfach schauen, okay, wie stark ist diese Einflussnahme, wie viel Informationen sind dadurch in Bereiche, wo vielleicht Informationen nicht hin sollten, aber, das hatte ich ja auch im Vortrag betont, generell würde ich sagen, dem Athleten gegenüber hätte der Anti-Doping-Bereich eine große Verpflichtung zur Transparenz. Sie können eigentlich vom Athleten nur Transparenz fordern in diesem Ausmaß, wie Sie das momentan bei Trainingskontrollen machen, wenn Sie selber transparent agieren und wenn Sie zeigen, dass Sie mit den Proben der Athleten keinen Schindluder betreiben. Und zwar egal von wo, also komplette Chain of Custody, von vorne bis hinten. Und nicht einfach nur Herrn Tewes die Proben schicken und zeigen, dass seine Analytik funktioniert. Die funktioniert. Das können Sie auch problemlos überprüfen. Nur zu zeigen, dass das komplette System funktioniert, was hier die Leistung erbringt, ist schwieriger. Und weil das so schwierig ist, bin ich eher dafür, zumindest mal genau die zwei Punkte, die Herr Young zum Schluss seines Vortrags auf der Tafel hatte, die umzusetzen. Das werden wir gleich bestimmt noch mal weiter vertiefen. Ich würde jetzt auch gerne noch Herrn Klaus Tuchscherer ansprechen, denn eigentlich exemplarisch, wie der Sport behandelt wird, die Sportler behandelt werden, haben wir jetzt auch absichtlich diese Diskussion begonnen. Die Medien erst zu Wort kommen lassen, die Politik gleichrangig und die Medizin. Aber das Wichtigste, was dem Sport die Legitimation überhaupt gibt, das Dasein, ist doch der Sportler. Herr Tuchscherer, wie hat sich das über die Jahre in Ihrer Wahrnehmung verändert, auch in den unterschiedlichen Systemen, und wo sehen Sie den Weg hingehend? Wo muss tatsächlich ein Umdenken erfolgen? Sport ist für mich immer legitim, das soll er legitim bleiben, weil ich persönliches Bedürfnis habe, Sport treiben zu wollen. Ich denke, das geht jedem hier so, der Sport als Elixier für sich braucht und Medizin ist erst selber Recht oder Pflicht, Sport zu fördern, rein für die Volksgesundheit, sage ich jetzt. Also, aber speziell für Leistungssport sind wir jetzt in einer Position, es ist zwar ein sehr komplexes Thema und sehr umfassend, unsere Personen, um die es heute geht, die sitzen hier. Das sind die Geschädigten, die aus dem DDR-System kriminell behandelt werden. Die haben keine Lobby. Den Kampf, was die führen. Den Kampf, was die führen, das ist so anstrengend. Und die Ines, die investiert unwahrscheinlich viel Zeit und Energie. Und die Politik, das ist mein Eindruck, die wünscht nicht, dass die zu viel Publicity haben. Und das ist der Grund, dass man versucht, das finanziell nicht zu stützen. Die versuchen jetzt durch eine Stiftung private Gelder zu lukrieren. Und die belassen die. Die Politik kann sagen, es wird doch was gemacht. Und es geht seinen Weg und geht seinen Lauf. Das Beispiel heute die Österreicher. Der hebt die NADA. Die interessiert sich nicht, die Berichte abzugeben. Das ist für mich eine Perversion im internationalen Leistungssport, spiegelt auch wieder oder reflektiert genau den Zustand des internationalen Sports. Weil die Lobby untereinander sich so gut versteht und die Wirtschaft, der Sport braucht die Wirtschaft, keine Frage. Sport ohne Wirtschaft funktioniert nicht. Aber die Steuerung im Hintergrund und der Einfluss der Wirtschaft, der ist so enorm. Und für mich war eine... Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wenn man mit 41 Jahren die Vuelta gewinnen kann. In dem Zeitalter sind wir. 2013, die Vuelta hat ein 41-Jähriger. Ja? Die wurden zwar überführt dann, aber ich sag mal immerhin. Also insofern. Jetzt ist es immer diesen Verdachtsmoment. Über 100 Meter, ja. Als Großvater. Jetzt wird denn sein Blut gespeichert, beziehungsweise Urin, und dann kann man nach einer bestimmten Zeit, kann man das nochmal analysieren. Und das ist natürlich für die der Vorteil, die sind den Prüfern voraus.
Und das ist eben das Problem. Und das Problem ist, dass einfach die Leute, die gesundheitliche Schäden haben und mit dem leben müssen, die also rein sozial und materiell nicht abgesichert sind. Da höre ich zum Teil Beispiel, die haben Hartz IV. Und die müssen jetzt darum kämpfen, dass sie die eine oder andere Nebenbeschäftigung bekommen. Und das muss noch kontrolliert werden, dass sie ja nicht zu viel verdienen. Also mal so kurz, es ist komplex, ich könnte noch eine Stunde erzählen, aber ich spreche jetzt mal. Ja, Sie haben ja völlig richtig angesprochen, dass es ganz viele Interessensgemeinschaften, Verkettungen, Verknüpfungen in diesem Unterhaltungsgeschäft Sport gibt, in allen Bereichen. Und was mich berührt hat, ist, dass auf der neu gestalteten Internetseite, Internetpräsenz der Dopingopferhilfe, ein ganz klarer Vorschlag gemacht wird, der möglicherweise utopisch ist, aber sehr charmant, nämlich zu sagen, wer sich nicht an die Regeln des Sportes hält, der spielt nicht mit. Wer dopen will, kann das machen, aber in einer eigenen Liga. Aber es gibt, das haben wir ja auch heute Morgen schon in dem Vortrag gehört, in dem Gespräch mit der Gabi, es gibt den echten Sport noch und den sollte es weitergeben. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Welche Instanz kann das leisten möglicherweise? Fange ich wieder mit Anno Hecker an? Wir können das nicht leisten. Das ist nicht, also ich weiß auch nicht, Medien sind dazu da, darüber zu berichten, was passiert, ja, und vielleicht die Leute daran zu messen, an dem, was sie tun wollen und das zu vergleichen mit dem, was dann wirklich dabei rauskommt. Das ist unser Job, wenn uns das halbwegs... Moment. Moment, wenn ich darüber schreibe, dass, wenn ich über das schreibe, was geschieht, dann kann das Investigation durchaus beinhalten. Ich über das, was geschieht oder das, was Ihnen gesagt wird. Gut, zum Beispiel über das, was Sie mir gesagt haben, haben wir auch geschrieben, ja. Also, ja doch, haben wir gemacht. Hätte man vielleicht auch das eine oder andere Mal reinfuhren. Sie haben ja recht, aber was ich tatsächlich meine, ist das, was geschieht. Ich weiß nicht, ob wir die Fähigkeit haben, Sportpolitik zu machen. Ich glaube, dafür sind andere Leute besser geeignet. Aber in der Tat müssen wir natürlich schauen, welche Voraussetzungen haben wir, um weiterzukommen. Und da hat Ines Kapel heute Morgen gesagt, dass es einfach diesen Bruch mit der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Ich sehe da gewisse Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man wirklich so einen linearen Bruch, ob man überhaupt jemals kriegen wird. Das wohl nicht. Aber wir wären nicht hier, wenn nicht viele Leute doch bereit gewesen wären, in Brüche einzugehen. Ja, und das eben auch mit sich zu machen. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass wir im Westen, wo es ja eben nicht nur systemisches Doping gegeben hat, sondern es hat auch in einzelnen Verbänden, das konnte man ja jetzt auch stückweise nachweisen, also im Radsportverband haben wir es ja auch dokumentieren können, hat es ein systematisches Doping gegeben, ja, unter Klümper. Ja, wahrscheinlich hat es noch mehr gegeben, aber wir konnten es nur einmal an diesem einen Fall beweisen. So, da haben die Leute unter Stoff gestanden. Ein Bundestrainer hat gesagt, mit der Schubkarre ist das Zeug reingefahren worden. Wo sind diese Leute? Wo sind die Leute, die mit dieser Vergangenheit brechen? Wenn wir die nicht haben, wenn die nicht hingehen und das auch mal erzählen, dann werden wir auch nicht die Chance bekommen, auch an diesen Punkten immer anzusetzen und sagen, wieso ist denn der ehemalige Doper jetzt Verbandsfunktionär oder Jugendtrainer? Oder umgekehrt, Jugendtrainer und dann Verbandsfunktionär. Das ist ja die Karriere. Die haben wir ja heute noch. Und in dem Zusammenhang nur eins, in dem Zusammenhang hatten wir ein Interview, hochinteressant, mit einer ehemaligen, sehr, sehr guten Leichtathletin aus dem Osten, kann man ja sagen, mehr sage ich dazu nicht. Es war sehr interessant, die hat wirklich alles erzählt. Und dann hat sie gesagt, an einem Punkt, warum? Ich bin im Vorlauf 11.08 gelaufen, meine westdeutsche Konkurrentin 11.02. Warum gelte ich bis heute als die Gedopte und die andere als die großartig Ausgezeichnete? Und das war der Knackpunkt für dieses Interview, was nie erschienen ist. Weil sie dann beim Wiederlesen ist ihr das alles nochmal hochgekommen, hat gesagt, wieso muss ich mich jetzt hier entblößen und meine Kollegin nicht. Sie wäre bereit gewesen, darüber zu reden, wenn ihre westdeutsche Kollegin mit ihr an einem Tisch darüber geredet hätte, in aller Öffentlichkeit. Ach, Herr Professor Franke. Bitte? Wie auch immer, spielt ja keine Rolle, wer das jetzt im Einzelnen ist, aber es war natürlich in dieser Phase, in dieser Zeit. Und wir haben versucht, dieses Gespräch zu moderieren. Es ist nicht zustande gekommen. Und daran stelle ich eben fest, dass eben gerade jetzt auch mal im Westen, wo es letztendliche Doping-Systeme oder Nester oder wie auch immer, wie wir das nennen wollen, jedenfalls wo Pillen eingeworfen wurden, auch minderjährige Pillen bekommen haben, dass dieser Bruch da überhaupt nicht, das ist noch nicht mal im Ansatz zu sehen, dass Ehemalige da irgendwie was erzählen wollen. Und solange das nicht passiert,
muss ich ehrlich sagen, sehe ich auch keinen wirklichen Fortschritt. Und solange das nicht passiert, werden wir auch immer wieder Anrufe haben von Athleten und Athletinnen aus Kinder- und Jugendsportschulen, die heißen ja heute anders, Elite, die sogenannten Elite-Schulen des Sports, ich weiß das schon, werden anrufen, solange das so sein wird, wird das so kommen. Also ein Neuanfang ist dann nicht möglich, wenn die Aufarbeitung behindert wird. Frau von Kramon, wer behindert? Naja gut, also ich meine, wir haben ja jetzt durch die sogenannte West-Studie zur Aufarbeitung eigentlich eine ganz gute Vorlage. Da müsste man jetzt, ich bin nicht mehr Teil des Ausschusses, aber da müsste man natürlich jetzt mit einem Sportausschuss die entsprechenden Konsequenzen ziehen und überlegen, wie man damit weiter umgeht. Erstmal braucht es natürlich sozusagen noch das letzte Viertel, also den letzten Teil oder das letzte Drittel, was ja noch nicht wirklich vollendet ist. Auch dazu braucht es nochmal Geld. Auch dazu, finde ich, braucht es eine finanzielle Beteiligung der Sportverbände. Und dann muss es einfach aus der Politik mehr Druck auf die Sportverbände geben, damit das, was Gabi Lösch erzählt hat, die Übernahme, die konsequenzenlose Übernahme von offensichtlich dopingbelasteten Trainern, das wird Herr Franke gleich nochmal in aller epischen Breite auch berichten, dass das, nein, ich finde das gut, ich freue mich drauf, dass das ein Ende hat, ja, und dass da auch in dem Fall wirklich sonst mit personellen Konsequenzen seitens des Geldgebers, ja, seitens des BMIs und anderen ganz klar gedroht wird. Und wir haben das ja in der Hand, wir von der Politik, Gesetzgeber, wir haben es eben gehört, wir haben es in der Hand. Und natürlich sagt Herr Moog, es hat nur einen Tisch gegeben, es gibt ein anderthalbseitiges Protokoll, Sie können alles nachlesen, aber wenn man weiß, sozusagen, wie das angelegt war, dann weiß man natürlich auch, dass man kein Ergebnis wollte, was auf ein echtes, stringentes, striktes Anti-Doping-Gesetz hinauslief. Das heißt, man hat an der Auswahl der Juristinnen und Juristen so weit vorgesorgt, dass das Ergebnis am Ende stimmte. Von daher muss ich natürlich Herrn Rösner recht geben, dass das nicht ausgewogen war. Der Oberstaatsanwalt aus München hat ja ganz klar Ihnen in die Feder diktiert, was notwendig ist. Ja? Und auch andere, ich bin jetzt überhaupt keine Juristin, mir ist es wirklich, liegt es sehr fern, da jetzt zu urteilen, aber natürlich gibt es sehr viele Juristen, die unzufrieden sind, Land auf, Land ab. Und da könnte zum Beispiel das BIM natürlich ganz anders, ganz andere Vorgaben machen. So, und in der Politik, gut, da bin ich maßlos enttäuscht, aber da sind wir offensichtlich Rufer in der Wüste, da wird sich im Moment nichts tun. Ich glaube, auch der neue Sportausschuss wird genau diese Gruppe, die in der Tat keine Lobby hat, und da habe ich ja 3 Jahre Erfahrung gemacht beim letzten Mal, wird sich da nicht durchringen und wirklich, das ist ja nicht viel Geld, es geht um eine kleine Gruppe, es geht um eine kleine Anerkennung, es geht wirklich darum, die schwer Geschädigten oder Schwerstgeschädigten zu entschädigen, und das sind keine massiven Summen. Wenn man sieht, was sonst sozusagen in einem Handstreich ausgegeben wird, dann blutet einem einfach das Herz. Ja. Herr Simon, wenn aber heutzutage und hierzulande der Sport immer noch als nationale Repräsentation sozusagen gilt, also eigentlich eine Interpretation, die schon längst veraltet ist, denn ein Land symbolisiert ja nicht seine Stärke und seine Kraft dadurch, wie viele Medaillen es gewinnt, dann ist doch das auch schon ein Geburtsfehler in diesem ganzen Dilemma. Ja, wobei ich sagen muss, ich möchte jetzt den Leistungsaspekt gar nicht wegreden und sagen, nee, also wir sollten das ein bisschen verbannen, sondern vielleicht relativieren und mit ein bisschen Überlegung angehen und ein paar Bedingungen einfach auch noch knüpfen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man investigativ vorgehen muss. Und ganz ehrlich, weil ich sehe jetzt das dicke Papier auf uns zukommen mit der Berliner Studie und frage mich, was steht Neues drin? Das Problem ist doch, gucken Sie sich die Gerichtsakten an, die uns Herr Franke immer wieder mitbringt zu Veranstaltungen. Schauen Sie sich an, was Herr Singler und Herr Treutlein alles schon in Doping in Westdeutschland geschrieben haben, was Herr Meutgens über Doping im Radsport geschrieben hat. Packen Sie das alles zusammen, schauen Sie, was Frau Behrendonck in den 60er Jahren geschrieben hat und was sozusagen über Investigation dann tatsächlich an Dokumenten über den DDR-Sport rausgekommen ist. Das war ja, aber insofern ist vielleicht der Wissenschaftler auch derjenige, der gut investigativ vorgehen kann. Wer kann das noch? Im Prinzip außer dem Wissenschaftler sehr geeignet unsere Exekutive. Und wenn es die nicht macht, ja, wer macht es denn dann? Sollen es die Sportverbände selber richten? Sollen die sich am eigenen Haar sozusagen aus der Tinte selber rausziehen? Es ist unwahrscheinlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Papier war geduldig, offensichtlich über 40 Jahre hinweg. Was hat sich denn getan auf all die Dinge hin, die uns jetzt schon so lange bekannt sind?
Und dann würde ich sagen, ist es, wenn jetzt der Sport sagt, naja gut, jetzt haben wir auch noch ein Prestigeproblem, es ist ja jetzt super gut gegangen, die 4 Jahrzehnte, wir machen halt einfach Olympia und es ist kein Problem. So und so langsam will keiner mehr so richtig, wenn er nicht gerade Despotenstaat ist, Olympische Spiele. Denn wir sind nicht allein in Europa mit der Entscheidung, dass wir keine Olympische Spiele hier im Land haben wollen. Da gibt es andere Beispiele ebenfalls schon in Europa. Es könnte also sein, dass man tatsächlich langsam aufwacht, aber dummerweise müsste man jetzt die Investigation förmlich suchen und zulassen. Also sprich, solche Runden, wie dass man sich überlegt, oh, welchen Jurist könnte ich noch finden, der so im Sport verquickt ist, dass er uns erklärt, warum man dieses Anti-Doping-Gesetz nicht machen kann. Also solche Überlegungen dürfen in den Köpfen gar nicht mehr auftauchen. Sondern man muss tatsächlich sich überlegen, ich setze jetzt eine Runde zusammen, überlege mir sehr gut, wie ich die bestücken kann, sodass die ausgewogen besetzt ist und dass ich da Leute habe, die vor allem Kompetenz mit in die Waagschale bringen, ohne Kompetenz damit zu verwechseln, dass sich jemand mal im Leistungssport bewegt hat oder vom Leistungssport profitiert. Und wenn das nicht gemacht wird, dann sozusagen für die klassischen Instanzen gute Nacht, aber das macht gar nichts, denn die kann man ersetzen. Wie man eben am Beispiel von unabhängigen Organisationen durchaus sieht. Und die Wissenschaft geht weiter investigativ vor. Irgendwann wird sich das Problem eventuell in unserer modernen Kommunikationsgesellschaft noch ganz anders regeln. Das setzt aber, was Sie gerade geschildert haben, auch Aufrichtigkeit aller Beteiligten voraus. Denn wenn es immer noch Interessenskonflikte gibt, dann wird dieses Szenario, was Sie entworfen haben, ja nicht Realität werden können. Herr Franke, Sie haben natürlich völlig zu Recht den Einwurf gemacht, denn so kann ich jetzt auch noch mal in das Publikum schauen und mal nachfragen, ob Fragen da sind. Da geht auch schon der Finger hoch und dann fangen wir bei Ihnen an und gehen dann auf die linke Seite rüber, von mir aus gesehen. Mein Name ist Wolfgang Zengel, ich komme vom Netzwerk Olympia aus München. Wir waren einigermaßen erfolgreich dabei, am 11. November 2013 die Bewerbung München 2022 abzuwerben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben auch mit Graubünden 2022 kooperiert, auch erfolgreich. Ich möchte schon davor warnen, vor irgendwelchen Strukturen im deutschen Sport aktuell irgendwelche Hoffnungen zu setzen. Von 18 Mitgliedern des Bundessportausschusses sind 11 engstens mit dem Sport verbandelt, entweder als Funktionär oder in Ämtern, in irgendwelchen sonstigen Verbindungen. Bach hat offensiv verhindert, dass der Besitz geringer Mengen an Doping unter Strafe gestellt wird. Wenn man weiß, wie Herr Hörmann ins Amt kam und wie der Nachfolger vom Hörmann beim Skiverband ans Amt kam, dann ist es Sportdemokratie pur. Grundsätzlich gibt es keinen Gegenkandidaten. Also die Perspektiven sind schlecht. Wir haben durch unsere Webseiten olympia.de inzwischen über 800.000 Besucher. Wir machen diese Investigation, die gefordert wird. Wir haben vieles untersucht und wir haben eigentlich einen sehr tiefen Einblick. Und ich möchte auch aus diesem Grund der Dopingopferhilfe alles Gute wünschen. Danke Ihnen für das Statement und bitte Ihre Frage. Zwei Fragen habe ich. Ich glaube, die gehen beide an den Biochemiker. Zu dem einen festgestellt habe ich irgendwie durch die ganzen Vorträge, dass Sie auch mitunter sehr häufig gegen das Recht stoßen, nicht weiter zu können, um herauszufinden, ob das nur ein Alibi ist oder ob das sich wirklich so verhält, frage ich einfach, nehmen wir mal an, wir würden von außen die Mitwirkungsbereitschaft des Sportlers motivierend
erzeugen, wie auch immer. Und wir würden die Rechtsvorschriften, die Ihrer Meinung nach theoretisch im Raum stehen, etwas verrücken. Wären Sie als Biochemiker überhaupt in der Lage, über ein Wissen zu verfügen, das tiefer geht, um sozusagen tatsächlich Nachweise vornehmen zu können, Doping in dem Fall, oder sind Sie da vielleicht selbst am Ende Ihrer eigenen an Ihrer Fachkunde am Ende und können überhaupt gar nicht tiefer forschen? Also das heißt, dass wir uns gar nicht einen Kopf machen brauchen, ob man da noch mehr Türen öffnen muss. Also das zum einen. Und das Zweite, was ich schon seit, ich glaube, 15 Jahre verfolge ich so ein bisschen nebenbei diese Diskussion Doping. Und da stelle ich fest, ich habe Sorge, dass Sie alle sich aufs Glatteis führen lassen. Weil mit Doping wird sofort auf Körper geguckt. Und alle gucken und starren drauf und versuchen da alles heraus auszuwerten. Und dann erfahren wir auch noch, dass das Doping-Problem in der Regel nur Spitzensportler trifft und eigentlich nicht den Breitensport. Und dann komme ich hin, dass ich sage, weißt du, wir reden jetzt hier um etwas und kämpfen um etwas, was ich marginaler finde als 0,001% im Vergleich zu den 99,999%, wo geistige Manipulation stattfindet. Weil am Körper hängt ein Geist und der Geist steuert in der Regel den Körper. Und gestatten Sie mir, wir haben es da draußen eben mit erwachsenen Kindern zu tun, die teilweise im Sportbereich unterwegs sind. Fazit ist, könnte irgendwie einer sagen, dass er irgendwo erkennt, dass an der Ausbildung, an dem Verantwortungsbewusstsein eines Sportlers auch schon langsam geguckt wird. Denn wenn da nicht irgendwo mal Reglements aufkommen, dann kommen wir da kein Stück weiter. Und Entschuldigung, und Sie fördern mit all Ihren Maßnahmen weiterhin nur eins, den Strukturapparat, den wir hier haben, wo nämlich Sportler in bestehende Strukturen gefangen sind und wie Marionetten behandelt werden dürfen und auf jedes kleine Angebot, was man ihnen reicht, Ja sagen, weil wie ich höre, da Hartz-IVer um ihre Existenz kämpfen und also solche Niedlichkeiten, sage ich mal, um dafür bereit sind, ihre Gesundheit zu ruinieren. Also vielleicht, und eine kleine Information an der Stelle wäre, wenn der Sprung vom Breitensport zum Spitzensport an der Stelle ein Korrektiv rein müsste, dann müsste der eigentlich wie beim Führerschein, weiß ich nicht, eine Zwangsschulung bekommen, wo es heißt, pass auf, hier kleines Handbuch kriegst du in der Hand, da stehen alle organisatorischen Tricks und Manipulationen, die wir kennen von Trainer und Organisation aus Deutschland und einen zweiten Katalog, wo drin steht, hier stehen bezogen auf deine Sportart all die gesundheitsschädlichen Problemlagen. Haben Sie noch eine konkrete Frage jetzt an Herrn Simon? Ja, das ist es ja, bitte, dass ich sage, mit diesen beiden Beispielen klar machen ist, muss bei dem Sprung von dem Breitensport zum Spitzensport nicht ein Korrektiv eingebaut werden, wo Sie eigentlich eine Sonderschulung kriegen, damit Sie auch Ihren Geist ein bisschen auf die Reihe bringen und sich ein bisschen los abkoppeln können von den Strukturen, in denen Sie alle drin verhaftet sind. Vielleicht zunächst zur Frage der Analytik und zur Frage, was kann man alles manipulieren, was kann man dann alles nachweisen. Also es ist sicher nicht sinnvoll, das Geld, was im Anti-Doping-Kampf aus meiner Sicht momentan an falscher Stelle überwiegend ausgegeben wird, allein in die Forschung zur Analytik zu stecken. Gar keine Frage. Sondern man braucht einen multidisziplinären Ansatz, um erfolgreicher zu werden. Das kann die Gesetzgebung mit einschließen, das kann auch sollte auf jeden Fall die Prävention mit einschließen, wobei die sehr facettenreich ist. Also wir haben da die restriktive Seite, die sich auch als Prävention bezeichnet, also präventive Dopinganalytik, die aber mehr über die Repression kommt. Oder wir haben eben die Prävention, die sagt, okay, wir sollten eben den Athleten schon ab der Jugend abfangen und zu einem mündigen Athleten erziehen, der möglichst sauber bleibt. Ja, also sicherlich können wir da einiges tun. Es ist ein bisschen so wie mit der Bekämpfung von Steuerkriminalität oder mit der Bekämpfung vom Suchtmittelkonsum. Man müsste rein theoretisch die Leute fragen, die jahrzehntelang erfolgreiche Arbeit in diesen Bereichen geleistet haben. Zum Beispiel, dass man sagt, ja gut, wieso rauchen denn auf einmal nur noch halb so viele Jugendliche? Warum ist der Alkoholkonsum in den letzten 5 Jahren zurückgegangen? Was können wir denn machen? Und was hat sich als erfolgreich erwiesen? Und da eben immer wieder im System Sport zu bleiben und praktisch da sich rumzubewegen und nicht rauszukommen und mal über den Tellerrand zu gucken, das ist sicherlich auch ein Hemmschuh, der so einen multidisziplinären Ansatz schon im Keim erstickt. Dankeschön. Und hinten auf der linken Seite ist bitte noch eine Frage. Ich habe eine Frage an die Runde. Die Studie ist ja draußen. Sie ist dick, das wissen alle.
dass in dieser Studie, und zwar vor allem auch von Münsteraner Seite, massive Kritik an der Organisation des deutschen Sports, massive Kritik an der Bundesregierung zuständig für den Hochleistungssport wirklich drinsteht. Das hat man in der Weise bisher noch nicht gelesen. Und ich habe weder den deutschen Sport noch die Politik gehört, die sich bei den Athleten, ob gedopt oder nicht gedopt, entschuldigt haben. Mir fehlt diese Entschuldigung. Überlegen Sie sich, das sind heute Leute, die zwischen 30 und 75 Jahre alt sind. Die sind zum Teil in ihren besten Jahren, sind die Macher in der Gesellschaft. Und das wird alles unter den Teppich gekehrt. Das kann doch nicht sein. Danke Ihnen vielmals. Anno Hecker, vielleicht. Ich als ja, komme, nun, ja. Ich weiß, dass du... Lieber Herr Kofing, warum entschuldigen die sich nicht, weil sie sich nicht schuldig fühlen? Das ist ja das Problem. Ja, die fühlen sich einfach nicht schuldig. Ja, da könnten wir jetzt in die einzelnen Namen aufführen. Das andere ist, warum haben wir da nicht darüber geschrieben? Ich glaube, wir haben darüber geschrieben, aber schon vor einiger Zeit und immer wieder. Also es ist ja nun nicht so, dass wir, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, die Bundesregierung oder auch das Bundesinnenministerium, die haben wir immer mal wieder angegriffen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist was anderes. Wir haben also die Sportführung, den Bereich Leistungssport, also ich glaube schon, dass wir all diese Themen, die in der Studie vorkommen, schon angefasst haben. Deswegen hatten wir, ich meine, es ist gut, dass sie da ist, ganz wichtig, ja, dass sie auch diesen offiziellen Auftrag hatte, der ja über den Sport kam, ist ganz wichtig, dass das alles nochmal rausgekommen ist. Das Medienecho war ja auch gut. Ich glaube, da haben viele, die leider lange Jahre nicht richtig Zeitung gelesen haben, nicht unsere, aber keine Ahnung, Süddeutsche vor allen Dingen nicht, Frankfurter Rundschau, all diese ganze Zeitung, Welt, die Zeit, ja, mit Frau Behrendonks Initialartikel, kann man sagen, 69, hat ja fast das Gefühl, als hätten wir gar nichts gemacht bis dahin. Aber in Wahrheit ist es so gewesen, dass wir das alles schon mal aufgeschrieben hatten. Und ich glaube, deswegen haben Sie vielleicht auch dieses Defizit jetzt bei uns da so erkannt. Wir sehen es nicht ganz so. Ja, warum auch nicht? Also kann ja schon sein. Ich versuche nur Ihre Frage zu beantworten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Zeitpunkt im Moment? Ja, genau. Sonst hätte ich nämlich noch mal die Aktion hier auf das Podium geholt. Ich denke, wir dürfen auf die Vorführung vom Professor Rösner. Die Bundesrepublik als gewachsener Rechtsstaat verweigert sich, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen und den Tätern auf die Spur zu gehen. Hier wird nur manipuliert geredet, die Ausführung des reicht mir, Herr Rösner. Es war für mich begreiflich, das war für mich ein klares Signal an das BMI. Und wenn die gesetzliche Grundlage nicht geschaffen wird, dann geht es weiter wie bisher. Das BMI hat Interesse daran, dass diese Disziplinierungsmaßnahmen bei den Vereinen bleiben, bei den Verbänden bleiben, und die machen das schon. Das ist ja sowas von Befangenheit. Das hat mit der Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Da lacht ja jeder drüber. Ich bin da, ich komme von Österreich rauf und interessiere mich für diese Diskussion. Und Herr Rösner, es ist der springende Punkt. Nichts, nicht böse ans BMI, aber es ist einfach das Signal. Da muss reagiert werden. Und warum das nicht geschieht, das wird sehr bedeckt gehalten. Bitte, da vorne links noch. Ich frage mich, ob wir uns nicht immer an andere die Verantwortung verteilen. Können wir nicht auch an uns denken? Wir Verbraucher, wir Konsumenten, wir wollen ganz saubere Politiker. Bei 3 Bonusmeilen regen wir uns drüber auf. Bei jeder Steuererklärung freuen wir uns, wenn wir 100 oder 1000 Euro sparen. Oder wenn wir Bayern, München sind, dann vielleicht ein paar Millionen sparen. Wir sagen, wir wollen sauberen Sport, aber wir wollen Sieger sehen. Ist das nicht auch eine Gesellschaft, die sich was ändern muss, die nachdenken muss, was sie eigentlich will? Wir regen uns auf und sagen, du Flasche, du warst nur Vierter von 7 Milliarden Bürgern, ja, Vierter immerhin, weil du keine Medaille kriegst, und wollen einen sauberen Sport. Ich denke, muss die Gesellschaft auch was tun und nicht nur an Institutionen geben. Ja, der Sport ist eine Unterhaltungsindustrie und die Konsumenten wollen unterhalten werden. Frau von Kramon, Sie stimmen dazu? Es ist natürlich unsexy, einem Neunten als Politiker oder eben auch als Zuschauer
dann entweder die Hand zu schütteln oder das in der Zeitung zu lesen, das macht sich halt nicht so gut. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld von Sochi immer mal wieder Wintersport geguckt und da wird eben der vierte Platz schon nicht mehr gefeiert. Ja? So, und wenn es dann sozusagen einen zweistelligen Bereich gibt, dann ist es eben unter ferner Liefen. Da braucht es das ist ein blödes Wort, aber so eine Art Gesinnungswandel oder so ein Ruck bräuchte es schon. Oder eben anderes Anreizsystem, was Frau Rawohl ja zu Recht sagte, wir sind eigentlich eine relativ erfolgreiche Staat, brauchen wir das wirklich noch zur Profilierung, ja, dieser Medaillenspiegel, der vollkommen unrealistisch ist. Was hat der Vesper gesagt, zwischen 27 und 40 ist doch Mumpitz. Ja? Und das tunen wir ja auch nur über unsere Bobfahrer, sonst wären wir ja auch unter ferner Liefen. Also, na gut, also die Bobfahrer vielleicht, weil diesmal der Schlitten nicht. Aber im Grunde ist das ganze System schon immer noch darauf getuned und darauf ausgerichtet, mit den meisten Medaillen irgendwie nach Hause zu gehen. Vollkommen verrückt. Ja? Und da, ich warte auch auf den Moment, wo Sponsoren aussteigen. Ich meine, damals bei der Tour de France, als der Dickicht so oder der Sumpf so dicht war, dass es irgendwann nicht mehr ging. Da hat man sich schweren Herzens entschieden, aus der öffentlichen Berichterstattung rauszugehen. Aber sozusagen, der Druck musste erst immens werden. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit Leute einfach sagen, nee, das jetzt mit dem Fahrrad oder Biathlon oder wo auch immer dann die nächsten Dopingfälle auftreten, das schaue ich mir jetzt einfach nicht mehr an. Oder Olympische Spiele ganz grundsätzlich, da mache ich einfach den Fernseher nicht mehr an. Das ist natürlich schwierig, dass, wenn Sie sagen, wir müssen es auch an uns adressieren. Wir sind ja die Konsumentinnen und Konsumenten von Sport. Ja? Aber ich ertappe mich natürlich auch immer wieder dabei. Also das ist eine schwierige Geschichte. Und ich schaue Sport, aber mit einem anderen Blick, natürlich, klar. Nein, natürlich freue ich mich darüber nicht, aber ich nehme das einfach mit einem gewissen Unterhaltungswert zur Kenntnis. Ja? Also der Sport hat Idole, aber braucht er nicht Vorbilder? Das ist ja im Grunde auch der Kern der Diskussion. Wobei ich also diese Frage sehr gut fand, weil wir sonst immer das verlagern und dann teilen wir aus und schlagen auf alle ein. Die Frage war ja, was können wir denn selber machen? Wir als Zuschauer können ja auch Vorbild sein. Und da dachte ich jetzt auch gerade, naja, will ich denn jetzt diesen Spagat weiterhin zwischen Leistung, aber bitte sauber? Und ja, ich sage ganz klar, ich will genau diesen Spagat und ich will den vor allem auch im Sport haben. Warum? Weil ich finde, dass man sehr viel über die Kultur lernen kann, über die Kultur des eigenen Landes oder aber auch über, ja, über die Freunde, über das soziale Umfeld, wenn man sich drüber unterhält oder wenn man zusammen ist oder wenn man zusammen sich im Sport engagiert. Gerade weil es diesen absurden Spagat gibt, der scheinbar absurd ist, lernt man so viel. Warum ist es wichtig für mich? Ich muss sagen, wenn ich jetzt die NSA-Diskussion erlebe, dann würde ich sagen, ja klar, also ich meine, der Terrorismus, der wird natürlich mit den gegebenen technischen Möglichkeiten immer potenter. Sollen wir dem unbegrenzt sozusagen den Staat entgegensetzen? Jetzt brechen Sie das mal auf die Diskussion herunter. Da können Sie auch sagen, ja, Doping, ja, die Mittel werden immer potenter. Soll ich dem jetzt unbedingt Rechnung tragen, dass ich jetzt da massiv Mittel gegensetze, um das irgendwie zu unterbinden? Und dieser Spagat, der gibt uns so viel an Informationen, an wertvollen Dingen. Im Grunde ist schon der Kampf alleine ein gewisses Kulturgut. Und das würde ich gerne aufrechterhalten. Und das ist dann, letztendlich stimmen wir dann mit den Füßen ab oder wir stimmen auf dem Wahlzettel ab. Das ist dann letztendlich auch unser Beitrag, aber wir machen noch mehr. Wir können uns engagieren, wir können sozusagen eben bei Dopingopferhilfe beitreten, sich da engagieren, sich das überlegen, was man da macht, ehrenamtlich. Also viele Aspekte. Viele Aspekte, vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne mit Blick auf die Uhr, denn wir haben ja den strikten Zeitplan vorgesetzt bekommen, eine Abschlussrunde hier oben fragen, nämlich die Kernfrage, ist ein neuer Sport möglich? Anno, ich fange bei dir wieder an. Ja, um auf diesen Hinweis mal einzugehen, ich glaube gar nicht, dass wir einen neuen Sport brauchen. Ich bin der Meinung, dass der Kampf um Platz 1 und 2 absolut ehrenwert ist. Ich sage jetzt auch mal hier ganz offen, vielleicht ist das auch nicht opportun, ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Ich bin da wahrscheinlich interessierter als beim Kampf Platz 15 und 16. Aber mit dem Bewusstsein? Der kann mich auch natürlich fesseln, ja, je nachdem, wie das präsentiert wird von uns. Ich sehe uns da auch in der Verantwortung, das einzuschätzen. Aber es ist natürlich klar, es muss eine Priorität geben und sagen, es muss natürlich sauber sein oder so sauber wie möglich sein.
Und daran muss der Sport in erster Linie arbeiten und unsere Aufgabe wäre das eben dann auch dann entsprechend zu transportieren und diejenigen, die sich dafür stark machen, die dafür die Ideen bieten, die die Lösungen bieten, die als Publikation eben zu unterstützen. Das ist eigentlich die einzige Chance. Ich glaube, dass wir das alles erleben können, aber in 50 Jahren noch mit der ähnlichen Diskussion hier sitzen werden. Ich glaube aber nicht, dass das so wahnsinnig prophetisch ist. Klaus Tuchscherer, teilen Sie die Ansicht? Gucken Sie auch gerne noch sich die Sportevents heutzutage an, die Olympischen Spiele, die Fußballweltmeisterschaft, die kommende 2022 in Katar beispielsweise? Oder wenden Sie sich eher ab und wünschen sich einen neuen Sport? Ich schaue das schon dosiert an. Wenn ich was Neues will, muss ich mich mit dem Aktuellen, was jetzt Realität ist, auseinandersetzen. Und dann kann ich aus dem schöpfen, kann sagen, jetzt muss was Neues gemacht haben, was Neues gemacht werden. Aber es muss präzise sein. Wir haben halt genug Vorschläge gehört. Es gibt Ideen genug. Umsetzen. Umsetzen ist Politik, ihr seid am Zug, ihr macht die Gesetze, ihr bringt es ein, ihr habt die Senate, ihr macht die Sitzungen, das ist der springende Punkt. Ohne gesetzliche Grundlage wird weitergewurschtelt, wie es bis jetzt her war. Da kann der Professor Franke schimpfen, immer schimpfen, bis geht nicht mehr. Schön, aber die gesetzliche Grundlage fehlt da innen, um noch direkter vorgehen zu können. Na, einige positiv schimpfen. Nehmen Sie bitte das Mikro. Das Mikro? Ja. Danke. Nehmen Sie das Mikro, dann hört man Sie besser. Oder hier ist bei der Mutter, okay. Also die haben Siegerehrung zum Beispiel, deutsche Hochschulmeisterschaften, Studentenmeisterschaften in der Nähe von Gießen, warten auf die Siegerehrung. Das war der Sven-Erik Hahn, einige werden ihn kennen, aus Stuttgart. Das war der, wie ist er nochmal, Ulrich, der Erste? Frankfurt. Gehört oder so. Und er war Dritter. Die standen da die ganze Zeit, mussten warten auf die Siegerehrung und haben das Ganze nur mit satirischen Dingen erzählt. Das ist das Einzige, was hilft, glaubt es doch. Böse Satire, wo er das so verarscht, dass Kugelstoßer nach dem vierten Versuch dann sich irgendwas verrenken, scheinbar weg müssen zum Arzt, bloß damit nach dem sechsten dann nicht mehr der Kontrolleur sie kriegt und so weiter. Das sind alles bekannt, diese Dinge. Auch in den verschiedenen Nationen ist es doch bekannt. Da kann man nur noch eigentlich Scherze drüber machen. Witz, Scherz ist falsch. Witze, böse Witze. Ich mach gleich ein paar. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Zwei abschließende Statements hätte ich gerne noch, Frau von Kamon. Die Politik ist natürlich wieder angesprochen worden. Ich sehe auch Winfried Herrmann hier vorne sitzen, auch einen weiteren Mitstreiter, früher jedenfalls, für die Interessen des Sportes. Muss ja. Ein hartes Anti-Doping-Gesetz, ein scharfes, ein erbarmungsloses kommen? Ja, es braucht eigentlich im Grunde auch nicht nur ein Anti-Doping-Gesetz, es braucht im Grunde einen Antikorruptions-Code. Und das muss ähnlich wie beim WADA-Code eine unabhängige internationale Agentur geben. Ja, das kann man über den Europarat, das ist Herr Moog, auch unser Vertreter, sicherlich einstielen. Und ich glaube, die Zeit ist reif dafür. Herr Simon sagt, naja, wir müssen nicht immer sozusagen auf die internationale oder nationale Ebene gucken und dort bashen, aber die geben natürlich die Rahmenbedingungen vor. Und das sind diejenigen, die möglicherweise die komplett undemokratischen, kleinen, korrupten Zirkel bei der IOC und FIFA und die anderen internationalen Sportverbände aufbrechen können. Denn das muss man ja einfach sagen, das Verschieben, ja, von Millionen, von Milliarden in kleinen Privatclubs, die in der Schweiz steuerfrei agieren, da sind wir doch alle satt. Also da muss man doch irgendwann ran, wenn man da sozusagen in einem anderen System sozialisiert ist. Und dass es da eine kleine Gruppe an Regierungen gibt, die sagen, wir wollen uns jetzt mal, da gab es ja auch bei der Weltsportministerkonferenz einen ganz guten Abschlusskommuniqué, da kann man nochmal anknüpfen und dann kann man auch natürlich sagen, auf der nationalen Ebene gehen wir voran, indem wir zum Beispiel ein durchaus ambitioniertes Anti-Doping-Gesetz beschließen. Aber eigentlich glaube ich schon, dass die Glaubwürdigkeit des Sportes auf der internationalen Ebene besonders ramponiert ist und dass Deutschland da die eine oder andere Initiative durchaus starten könnte. Eine kurze Frage, Mr. Young. A couple of very quick comments in response. First,
the view of sport as entertainment. Sport is way more than entertainment. Circus is entertainment. There's a reason we have a sport in our schools. There's a reason we want our kids to do sport. And it's not just about winning medals. Second, Pericles, your comment about the efficient use of funds. That's what we've tried to do in the 2015 WADA code. Not only smart distribution planning, but smart analysis of samples. Third, the comment, should we worry about more than just the physical effects of doping? The United States Olympic Committee just did something very interesting. It required each of its national governing bodies, the national federations, to have programs that deal with sexual abuse, physical abuse, and emotional abuse of athletes. Conflicts of interest. I could have gone on in more detail in response to this question. No one who's on the USADA board, no one who works for USADA can have any relationship with a national federation or a current athlete. Critical mass. It's really hard to tell an athlete he's cheating when he or she believes that the majority of athletes in his sport are doing the same thing. On sports, the key here is not to let a sport or a country get over that critical mass. A final comment is on media. So Lance Armstrong bet the farm on the media being in his camp. He decided that he wouldn't go forward with the USADA hearing because he knew what his teammates would say, because he knew that the media would support him. And if the media supported him, the public would support him. And that's why we wrote the reasoned decision the way we did. And when the media saw that, they realized that the guy had been lying to them all along and he'd played them for suckers. And when the media switched on him, then he lost his sponsors. The air came out of his balloon, and that's when he went and told the truth on Oprah. That's it. Yeah, that's right. Yeah. Es gibt noch eine andere Lesart der Frage, ist ein neuer Sport möglich, nämlich in eine andere Richtung. Pergle Simon, Sie beschäftigen sich ja auch intensiv mit Gendoping. In die Richtung kann es noch schlimmer werden? Ja, aber das Fass wollte ich gar nicht mehr aufmachen. Ich wollte sagen, dass ich auch so wie Sie die bösen Witze hören möchte von Herrn Franke und dass ich inständig hoffe, dass das Fass noch gar nicht aufgemacht wurde. Insofern, also ich glaube, in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde, ja, freuen wir uns auf Ihren Beitrag, Herr Franke. Dann beschließen wir hier an dieser Stelle die Runde. Wünschen noch weiterhin einen schönen Abend, eine schöne Ehrung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus